Hallo. Hallo! Hallo! Wir sind aus Evergreen Neuenkirchen und haben ganz viel Post von euch erhalten. Und ein Gedicht würde ich jetzt gerne mal vortragen. Ja. Also, der Täuberich. Am Sturmplatz steht Freiherr von Stumm, auf hohem Sockel steif herum, mit Hut und Mantel steht er da, bei Wind und Wetter, Jahr für Jahr. Ja. Zum Sturmplatz richtet er den Blick, dem edlen Manne sitzt im Genick, ein Täuberich ganz ungeniert, Karl Ferdinand ihn ignoriert. Den Taubenmann, er ist noch jung, drängt sichtlich nach Erleichterung. Ja. Und so verziert es Freiherr Jacke, er flucht mit weißer Taubenkacke. Ja. Nachdem das Denkmal er geschändet, des Übeltäters Blick sich wendet, eine Taubenfrau am Brunnen sitzt, bei der er oft schon abgeblitzt. Dennoch hat er sie auserkoren, sein Spiel gibt er noch nicht verloren. So fasst er sich noch einmal Mut und flattert hin, voll Liebesblut. Ja. Verbeugt er sich und wirft ihr zu ein leidenschaftliches Guru. Dreht sich sodann vor Liebe heiß, passt wie ein Tanzknopf schnell im Kreis. Die Dame scheint ihn zu erhören und lässt sich nun von ihm betören. Und so vollzieht von ihr gepackt er hemmungslos den Liebesakt. Verrauscht schnell die Leidenschaft, den Täuberich mit letzter Kraft. Auf Freiherrn Schultern kehrt zurück, er holt sich dort vom Liebesglück. Gern ruht er sich auf anderen aus, ihm macht's auch überhaupt nichts aus. Ein Weib im Freien zu vernaschen, vorausgesetzt, er kann's erhaschen. So macht der Taubenmann zunichte selbst die Moral von der Geschichte. Ja, wer hat denn das gemacht? Das kommt von Reinhold Eich, ja. Ein Schriftsteller. Ja. Genau. Schön. Und wie Sie sehen, hat es das unsere Bewohner sehr amüsiert. Ja. Wir danken nochmal recht herzlich für die Post und sagen alle... Ja. Dankeschön. 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 Alles Gute! Tschüss! Hallo, ich bin's nochmal. Ja, und zwar konntet ihr jetzt ja gerade im Video sehen, dass eure Briefe, die bisher eingegangen sind, unheimlich gut angekommen sind und dass die Leute sich darüber freuen. Und ich würde jetzt gerne nochmal anmerken, dass wir uns auch weiterhin über kleine Briefe freuen würden. Vielleicht so lange, bis dass die Einrichtung wieder geöffnet wird für Besucher. Ja, und um euch auch ein gutes Gefühl zu geben, damit ihr wisst, dass eure Briefe nicht einfach in der Ecke liegen. Wir würden halt mit allen Briefen, die wir so bekommen haben, hier im Haus eine kleine Corona-Ecke einrichten, in der sich dann auch alle Bewohner und später auch die Angehörigen, wenn das Haus wieder geöffnet ist, sich die Briefe anschauen können, natürlich anonymisiert. Den Namen von euch werde ich schwärzen. Ja, aber damit würde ich euch einfach nur sagen, dass ja, das wahnsinnig gut ankommt und wir eure Beiträge sehr zu schätzen wissen. Vielen Dank, bis dann, tschüss!